Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen. Alles gut? Let's play. Das heißt Graveyard Keeper. Nachstöcksel. Starbound meine ich. Nicht Stöcksel, Starbound. Ich vertue mich jedes Mal. Nachdem ich rausgefunden habe, dass es bei Starbound Endbosse gibt, war es für mich Ende im Gelände. Ich will keine Endbosse. Ich hoffe, dieses Spiel ist auch ohne Endbosse, wenn... wir werden sehen. Erinnert mich so ein bisschen an... Na, wie hieß der denn bei... Undertale? Es regnet. Toll. Es ist ein ganz normaler Tag. Unser Held ist auf dem Weg nach Hause, wo jemand ganz Besonderes auf ihn wartet. Sein Hund. Sogar im tristen Alltag gibt es einen Platz für die Liebe. Für Gary. Vor allem, wenn du jemanden hast, der dich vermisst. Es ist nicht sein Hund. Jetzt war es ein Auto. Sein Auto hat ihn sehr lieb. Er nackt? Er ist nackt, oder? Nein? Beruhig dich, du hast eine neue Seite in deinem Leben aufgeschlagen. Ein neues Kapitel wartet auf dich. Okay. Aber ich muss nach Hause. Wie komme ich nach Hause? Nächste Abbiegung rechts und dann immer weiter geradeaus. Es gibt immer einen Weg zurück nach Hause. IT nach Hause telefonieren, oder wie war das? Mal sehen, dein neues Zuhause ist ein Friedhof. Yay! Bin etwa tot, ich. Du bist wie ein, bist jetzt ein Friedhofswärter. Aber ich muss nach Hause zu meinem Hund. Treudorf, so wie sie ist. Da musst du ein guter Friedhofswärter sein. Grab Gary aus. Er wird dir helfen, dir zu helfen, einzuleben. Gary war gerade der, der mich bedient hat. Was für eine merkwürdige Vision. Ach, das ist ein Albtraum. Okay, dann sollte ich mal Gary suchen. Erstmal der Ärmel hochkrempeln. Weißt du, woran mich der Typ erinnert? Nur mit Bart. Mehr Bart. So ein Zufall. Es gibt doch nicht viele Männer mit roten Haaren. Ich möchte den Schrank öffnen. Warum kann ich den Schrank nicht öffnen? Die Luke ist gerade geschlossen. Die Luke ist gerade geschlossen. Luke, mach die Luke auf. Gary, komm raus. Ja, mit heiliger Saat. Ich bin ein Schädel. Hi, Gary. Bist du Gary? Warum sollte ich Gary sein? Weiß ich nicht. Wurde uns so gesagt. Ein Mann mit einem rotroten Auge hat gesagt, dass ich hier Gary ausgraben soll. Ja, sein anderes war ein blaues. Was ich ihn geschlagen habe. Ein rotes Auge. Ich erinnere mich. Es tut mir leid. Ich bin eigentlich mega pissig, warum kann ich gleich erklären? Oh, Saad, das stimmt, ich bin Gary. Wie hast du mich gefunden? Ein Pfeil hat es mir gesagt. Der Mann hat mir gesagt, dass du alle meine Fragen beantworten würdest. Gut, aber lass mich dich zuerst fragen. Wer bist du? Wo zum Saad sind wir hier? Das muss ein Traum sein. Das ist einfach nicht wahr. Ja, ich bin der neue Friedhofswärter. Woran erinnere ich mich nochmal? Mal sehen. Ich erinnere mich an dieses Geräusch. Schauen wir mal nach. Alles ist so merkwürdig. Jetzt kann ich das nicht mal lesen, du Penner. Was? Wer hat Angst? Oh, Esel! Wo? Oh, wie süß! Hi! Ich habe eine frische Leiche aus der Stadt.
Bist du süß. Wow, ein sprechender Esel. Du kannst mich verstehen. Ja, ich hab dich übersehen. Unterhalten wir uns. Worüber? Wer bist du? Ich bin eine billige Arbeitskraft. Dieser Wagen gehört nicht mehr, also muss ich für das Kapitalsschwein arbeiten, wie er gehört. Aber ich verdiene nur 5 Karotten am Tag. Ist doch schon viel, oder? Diese Situation ist zutiefst beschämend. Du weißt nicht, woher ich komme, nicht wahr, Genosse? Der Bastard tut so, als würde er nicht verstehen, was ich sage. Jedenfalls muss ich zurück zur Stadt, werde diese Leichen los, ich bringe dir eine neue. Was ist das für ein seltsames Land? Da haut er einfach ab. Ey, du Penner! Hey, warum wartest du noch? Schnapp dir die saftige Leiche, solange sie noch frisch ist. Wozu? Ich glaube, wir sollten sie in eine Leichenhalle bringen. Ich weiß auch nicht mehr, warum. Aber ich bin mir sicher, das macht Spaß. Es könnte profitabel sein. Oh, ich glaube, mir wird schlecht. Los geht's. Ich nutze eher, um schwere Gegenstände aufzuheben und fallen zu lassen. So, ich mag diesen Ort. Fühl mich ganz zu Hause. Leg die Leiche auf den Ziertisch und dann, kommt was dran. Ach ja, schnelles Fleisch vom Körper. Das fängt sehr gut an. Was? Auf keinen Fall. Das ist nicht richtig. Na, das ist nicht richtig. Wie konnte ich das nur vergessen? Vielleicht war ich ein schlappender Schädel mit Gedächtnisschwund. Ist es richtig, dass du nicht weißt, wo du bist? Ist es richtig, dass ich ein Schädel bin? Irgendwie ist es hier gar nicht richtig. Also halt den Saat und mach, was ich dir sage. Versprichst du mir, dass du mir sagst, wie ich nach Hause komme? Du musst nur durch die Dorftaverne das Fleisch gegen das Bier eintauschen. Klappernde Schädel liegen nie. Mir dann das Bier bringen. Alles selbst ist ganz schlecht. Das ist ja widerlich. Du gewöhnst dich dran. Alles sehr befremdlich, das stimmt schon. Bringen wir sie unter die Erde. Ich nutze den blauen Landungstisch auf dem Friedhof, markiere eine Grabstätte und grabe sie mit seiner Schaufel. Frage die Leiche oder das davon übrig ist, vorsichtig mit Grabschaufel zu dekoriere. Achtung, keine Ziegenschädel oder komische Sternformen als Dekoration verwenden. Kommen sie sonst wieder? Achso, exhumieren wollen wir nicht. Das ist ein freies Grab. Meine Leiche zu exhumieren, benötigst du die Exhumierungserlaubnis. Da.
Jetzt kommen sie unter der Erde. Boah, dieses Spiel ist so bizarr. Nein. Nein. Nicht jetzt. Hat sie auch nicht vor. Ich drücke nur die ganze Zeit die falsche Taste. Bestattungsurkunde. Gut gemacht. Diese Bestattungsurkunde, ich erinnere mich an Geld. Alkohol. Alkohol. Ich glaube, das mache ich früher. Sehr. Oh, Saat. Da kommt der Bischof. Das ist dein Boss. Bleib weg! Oh, oh, ich weiß. Ich frage ihn nach der Bestattungsurkunde. Er sollte wissen, was da man damit anstellt. Ich hau jetzt besser ab. Ich bin in der Leichenhalle und ich warte auf mein Bier. Oh, oh, ich bin so müde. Warum muss ich nur jede Woche hier hinkommen? Ah, Friedhofsleiter, da bist du ja. Ich sage es dir nur ungern, aber dein Friedhof ist saustark. Ich werde dich auf keinen Fall zum geistlichen Fördern, wenn du ihn nicht in Ordnung bringst. Wenn die Qualität deines Friedhofs mindestens 5 erreicht, hast du dir die Beförderung redlich verdient. Du siehst aus wie ein geistiger Führer und ich bin ein guter Menschenkenner. Haha! Ich bin in allem gut. Deswegen wurde ich auch erwählt, deinen Willen zu repräsentieren. Haha! Dein Vorgänger hat sein Zeug irgendwo hier in einer Truhe aufbewahrt. Die solltest du dir mal anschauen. Ich komme nächste Woche wieder und genau zu sein komme ich jeden Tag, Monat, Jahr. Man weiß es nicht. Vielleicht träume ich noch doch nicht, aber ich habe etwas Falsches gegessen. Oh, erwartet, was soll ich nur sagen? Warum sollen sie hier sein? Bekommen sie was? Das ist meine Pflicht. Der unangenehme Teil einer alten Tradition. Ich weiß nicht, wie viel über alte Traditionen und Rituale. Ich weiß nicht viel über alte Rituale und Traditionen. Ich bin nur hier, um seine Macht und seinen Ruhm repräsentieren. Ich habe eine kleine Frage. Was ist diese Bestattungsurkunde? Sobald du eine Leiche begraben hast, kannst du die dazugehörige Bestattungsurkunde in der Dorftaverne gegen Geld eintauschen. Wie kann ich den Friedhof in Ordnung bringen? Repariere einfach alle Gräber. Ich bräuchte dafür nicht mal eine Stunde, aber das ist ja dein Job. Sicher. Das ist das Gleiche. Man sollte ja richtig lesen. Du musst zurück nach Hause. Das ist ein entsprechender Schädel. Da ist ein entsprechender Schädel. Er hat mich gezwungen, eine Leiche zu filetieren. Haha, ein guter Scherz. Ich bin übrigens auch ein Komiker. Hier, kennst du den? Wer ist Gott? Wer? Na, ich. Haha. Was? Tschüss. Ach du Kacke. Juhu. Oh, das wird ja noch kompliziert. Stöckchen. Entschuldigung. Wir sollen ja den Friedhof aufräumen, von daher. Aber das hier. Nein, das kann ich nicht. Nicht. Ich drücke immer die falschen Tasten, das gibt's doch nicht. Was ist mit dem alten toten Baum? Will den auch wer?
Jetzt ist der Friedhof nicht mehr ganz so schlimm. Ah, Inventar. Das klingt doch gut. Nehmen wir das mal noch mit. Einmal reparieren. Ein hübsches Grab. Gut, das Grab können wir nicht mehr verschönern. Ja, stimmt. Ich habe zu wenig Energie. Habe ich gesehen. Mein Schild verabschiedet sich mal wieder. Noch rennen? Nein, schade. Wo willst du, dass ich hingehen? Gehe zur Taverne? Anscheinend ja schon. Treffen wir wieder den dummen Esel? Vielleicht kann er mich auf einen Ritt mitnehmen. Ich dachte, ich sei so erschöpft. Anscheinend kann ich immer noch spazieren. So, wo ist jetzt die Taverne? Wer sind Sie denn, Madame?